Herzlich willkommen beim SV Meppen, David Vogt. Hallo, guten Tag. Wie hast du die Vorbereitung bislang wahrgenommen? Boah, die Vorbereitung ist bis jetzt sehr gut, sehr anstrengend, aber macht auch sehr viel Spaß. Leider hatte ich jetzt die letzten Tage etwas mit meiner Achillessehne zu kämpfen, aber das ist jetzt wieder gut. Bist du im Team gut aufgenommen worden? Sehr, sehr gut. Die Jungs sind alle sehr, sehr nett, haben alle Spieler gut aufgenommen. Und ich denke, das wird auch so weitergehen. Worauf freust du dich am meisten in der kommenden Saison? Am meisten auf die Heimspiele. Ich bin schon sehr gespannt, wie dann die Hensch Arena auch gefüllt aussieht. Und ich hoffe, dass dann hier eine gute Stimmung ist und dass wir dann einige Siege hier einfahren können. Womit kannst du nach einem Training gut abschalten? Also meistens dann zu Hause vor dem Fernseher, wenn ich Serien oder Filme schaue. Das ist dann abends immer sehr entspannt, nach dem Abendessen. Ja. Was treibst du sonst so gerne in deiner Freizeit? Ansonsten auch andere Sportarten, zum Beispiel Tischtennis oder Darts spielen wir gerne. Sowas machen wir. Das macht immer Spaß. Was ist der größte Unterschied zwischen deinem letzten Verein und dem SV Meppen? Der größte Unterschied? Ja, ich denke, man merkt schon, dass es etwas professioneller aufgezogen ist in Meppen. Man hat mehr Leute um sich rum, auch im Physio- oder Betreuerteam. Und das ist, denke ich mal, der größte Unterschied. Und natürlich auch die Qualität im Training. Gerne.